Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen IGTV-Video. Ich habe hier vier Bücher liegen. Vier Bücher, die mir gerade aufgrund der aktuellen Lage, die wir in der Welt haben, schon immer hatten, aber jetzt ist es gerade so präsent, sehr wichtig sind. Das sind Kinderbücher, die mit Kindern genau diese Themen aufgreifen, an denen wir Erwachsenen gerade arbeiten dürfen. Und ich glaube, dass unsere Generation und die Generation unserer Kinder jetzt gerade die Chance bekommt, die Welt in ihren Grundfesten zu verändern, zum Positiven zu verändern. Und das schaffen wir, indem wir uns das selbst jetzt angucken, all diese Themen, unsere eigenen Überzeugungen hinterfragen und indem wir diese Themen auch mit unseren Kindern besprechen, kindgerecht besprechen und dazu möchte ich euch Bücher vorstellen. Das ist für mich als Mutter immer der perfekte Einstieg in solche Gespräche. Das ist auch super angeleitet. Wenn einem selbst manchmal vielleicht die richtigen Worte fehlen oder wie bespreche ich diese Themen, ist das super gut. Und ich möchte mit einem Buch anfangen, was das Allerwichtigste gerade jetzt zu dieser Zeit ist. Und zwar ist das aus dem Klett Kinderbuchverlag Alle da. Und da unten steht schon, unser kunterbuntes Leben. Und es geht in diesem Buch um die Vielzahl von Religionen, von Herkünften, von Geschichten, die Menschen haben. Und hier werden Fragen gestellt wie kam deine Familie her? Was ist dein liebstes Fest im Jahr? Was spielst du gern und in welcher Sprache singst du deine Lieblingslieder? Die Kinder in diesem Buch kommen von überall her. Manche sind neu hier. Andere sind hier geboren, aber ihre Großeltern nicht. Jetzt leben wir alle zusammen hier. Das kann spannend und lustig sein und auch manchmal schwierig. Aber eins ist sicher, wer neugierig ist, gewinnt. Ein quirliges und offenes Buch über unser reiches Zusammenleben. Ab 5 Jahren und für alle. Und hier habt ihr halt wirklich kindgerecht aufgearbeitet, wie vielleicht andere Menschen in unser Land gekommen sind oder warum sie anders aussehen als wir, warum sie andere Religionen haben, wie diese Religionen aussehen, was sie für andere Kultur mitbringen und wie wundervoll bereichernd das für unser aller Leben ist. Und das finde ich jetzt gerade in dieser Zeit ein Buch, was in jedem Kinderzimmer stehen sollte und gelesen werden sollte. Ich habe hier auch außerdem noch 3 andere Bücher liegen, die ich zu diesem Thema sehr empfehlen kann. Und zwar ist das nächste dieses Buch hier, das ist aus dem Asborn Verlag. Familie, das sind wir. Was ist eine Familie? Was macht sie aus und wozu ist sie eigentlich gut? Dieses Buch zeigt die vielfältigen Formen, die eine Familie haben kann und erklärt, dass jede Art von Familie ganz normal ist. Und auch hier seht ihr schon Menschen jeglicher Herkunft, jeglicher Hautfarbe, verschiedenste Familienkonstellationen und immer wieder die Message, das ist alles normal, das ist alles gut so, wie es ist. Ein Buch, was ein ganz spezielles Thema behandelt, ist dieses hier. Lilly gehört dazu. Lilly hat nämlich das Down-Syndrom. Dieses Buch ist aus dem Koppenrad Verlag. Und Lilly kann nicht schnell laufen. Sie kann nicht auf Bäume klettern und auch noch nicht so gut sprechen. Aber Lilly lacht, wenn sie hoch bis zum Himmel schaukelt. Sie malt mit den Fingern wunderschöne bunte Bilder und sie strahlt, wenn die Sonne scheint. Manchmal ist Lilly auch etwas langsam, aber wer ist das nicht? Und manchmal ist sie bockig, so wie jeder. Lilly hat das Down-Syndrom. Sie steht stellvertretend für andere Kinder mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung und die soziale Behinderung, die sie im Alltag erfahren. Sie alle haben einen festen Platz in dieser Welt. Nicht nur in ihrer Familie, sondern bei jedem von uns. Und das letzte Buch liegt mir auch persönlich sehr am Herzen, weil ich mich schon immer sehr gegen Homophobie auch eingesetzt habe. Und deswegen war es mir eine Herzensangelegenheit,
dass wir auch dieses Buch hier haben. Das ist von Riccardo Simonetti, Raffi und sein pinkes Tutu. Und Raffi spielt gerne Fußball und trägt immer Sporttrikots. Er liebt aber nicht nur Sport, sondern auch sein pinkes Tutu und seine Lieblingspuppe. Bisher hat er das Tutu immer nur zu Hause getragen. Doch eines Tages entschließt er sich mutig, es in der Schule anzuziehen. Doch es wird kein schöner Tag für ihn. Aber die anderen Kinder erkennen mit der Zeit, dass Anderssein nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, es macht einen zu etwas Besonderem. Ein Bilderbuch mit der universellen Botschaft Toleranz von Riccardo Simonetti. Und das sind vier wundervolle Bücher, alle mit einer einheitlichen Message, dass Akzeptanz und Toleranz etwas ganz Wichtiges ist, dass wir selbst erkennen und das auch als Vorbilder an unsere Kinder weitertragen, dass jedes Leben ein Wunder ist, dass jeder Mensch einzigartig ist, magisch ist, wundervoll ist und dass jedes Leben gleich wertvoll ist. Und es ist mir wirklich ein sehr, sehr großes Anliegen, dass ihr diese Themen mit euren Kindern kindgerecht besprecht und dass unsere Kinder in dem Wissen aufwachsen, dass jedes Leben wertvoll ist und dass niemand zu urteilen hat darüber, wo ich herkomme, wie ich aussehe, was ich glaube, wie ich leben möchte, wen ich lieben möchte. Und deswegen ist mir dieses Video auch eine Herzensangelegenheit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Buchtipps mit anderen Mamas, mit anderen Papas, mit anderen Familien, Onkel, Tanten, Omas und Opas teilt, damit sie in so viele Kinderbuchregale und Kinderzimmer kommen wie möglich. Ich schreibe euch nochmal alle Bücher auf und verlinke sie euch nochmal. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hi! Hat euch inspiriert und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Sag mal, willst du Hallo sagen? Willst du noch Hallo sagen?